Wir stehen hier vor einer Innovation für die Pferdewirtschaft. Es handelt sich um eine mobile bzw. bewegliche Mistplatte, die so konzipiert ist, dass im unteren Bereich 14 Kubikmeter Flüssigkeit, Perkulat oder Gülle sozusagen aufgefangen wird. Diese Gülle, das Perkulat, wird permanent umgepumpt, sodass es mit der Biomasse sich immer wieder vermischt und den Kompostierungsvorgang unterstützt. Das ganze System ist so aufgebaut, dass die Seitenwände und auch die Vorderwand beliebig mitwachsen mit der Aufbringung von dem Pferdemist zur Kompostierung, sodass die Fläche komplett Seitenwand zu Seitenwand genutzt werden kann. Das hat den Vorteil, dass wir hier eine sehr große Mistmenge über den Zeitraum von 8 bis 12 Monaten aufbringen können. Das hat zur Folge, dass eben über den Zeitraum von 12 Monaten keine Entsorgungskosten für den Pferdemist entsteht und am Ende der 12 Monate haben wir ungefähr 90 Kubikmeter hochwertigen Wirtschaftsdünger, der sofort bödenverfügbar und pflanzenverfügbar auf die Weiden ausgebracht werden kann. Das Ganze dient dem Humusaufbau im Boden, sowohl der Wasserhaltefähigkeit für die Böden und damit eben auch der optimalen Nutzung, die in vielen Fällen in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt worden ist. In mancherlei Beziehung wird ja immer gesagt, man darf den eigenen Pferdemist nicht verwenden, weil es irgendwelche Parasiten gibt. Aber dadurch, dass auf diesem System über einen sehr langen Zeitraum bei hohen Temperaturen zwischen 60 und 74 Grad der Kompost reift, ist es auch so, dass alles, was mit Eiweißen zu tun hat und auch was mit Antibiotika zu tun hat und auch eventuell mit irgendwelchen schädlichen Sämereien zu tun hat, genauso wie die Sporenbildung von Pilzen komplett eliminiert ist. Also wir haben hier eine Hygienisierung des Materials über den Zeitraum bei den hohen Temperaturen und dann ist der Wirtschaftsdünger auch für die eigenen Koppeln und Weiden sehr gut verfügbar. Wir legen deswegen so viel Wert auf den Wirtschaftsdünger, weil wir damit eben eine sehr hohe Humusbildung im Boden erreichen können, genauso wie eine Wasserhaltefähigkeit, um bei Starkregen ausreichend Wasser aufnehmen zu können und eben auch bei Trockenheit über die Zeit hinweg. Die Vorteile dieser mobilen bzw. beweglichen Mistplatte hat auch noch sehr wirtschaftliche Aspekte. Denn das ist die einzige Mistplatte, die uns bekannt ist, die man mitkaufen oder leasen kann. Denn sie ist nicht fest mit dem Objekt oder mit dem Gelände verbunden und muss so nicht wie ein Bauwerk finanziert werden. Das ganze System ist auch für die Höfe, die noch in der Planung sind oder wo sich vielleicht in den nächsten Jahren doch nochmal eine Nutzungsänderung ergibt, sodass also nicht alles um die Mistplatte herum, die fest betoniert ist, gestaltet werden muss, sondern diese Platte kann auch auf dem Hof an beliebigen anderen Standorten aufgestellt werden und bietet somit optimale Flexibilität in der Planung für die Zukunft. Das ganze System ist so hochwertig gestaltet, dass es durchaus mit Betonmistplatten standhalten kann. Eine sehr lange Lebensdauer ist zu erwarten. Die ganzen Materialien, die hier zum Einsatz gekommen sind, sind bereits in der Abfallwirtschaft bewährt. Auch die gesamte Lackierung und der Schutz, der zur Mistplatte gehört, hat sehr hochwertige Bestandteile, sodass wir hier mit einem System zu tun haben, was eine sehr lange Lebensdauer hat. Für alle die, die mit sehr strengen Auflagen und Umweltbehörden, besonders mit der oberen Wasserbehörde zu tun haben, oder in einem Wasserschutzgebiet sind, hat dieses System auch noch den Vorteil, dass wir hier ebenerdig ein Leckwarnsystem integrieren können, sodass also hundertprozentig sichergestellt ist, dass keine Fäkalien und keine großen Nitratbelastungen in den Boden eindringen können. Und das ist ja für viele Behördengänge und auch für viele Bereiche der oberen Wasserbehörde ein ganz großes Argument, was in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Diese ganzen Vorteile, die sich aufgrund dieses Konzeptes ergeben, tragen dazu bei, einen modernen Betrieb und seinen Anforderungen gerecht zu werden und damit auch der Düngeverordnung und der Mistplattenverordnung Folge zu leisten. Wir hoffen, dass euch das ganze System so gut gefällt, dass wir das eine oder andere vielleicht miteinander besprechen können. Ganz wichtig ist noch zu erwähnen, dass diese Mistplatte mit 36 Quadratmeter Grundfläche startet
und dann zur Seite hin immer um 3-Meter-Segmente wachsen kann. Also wir haben ein Grundsegment von 6 Meter mal 6 Metern, dann von 3 mal 6, 12 mal 6, 15 mal 6 und immer um 3 Meter weiter wachsende Möglichkeit, diese Platte auszubauen.